Declan Rice sagt dem FC Bayern München zu. Genau das wurde jetzt vor wenigen Minuten von Sky Sport berichtet. Florian Plettenberg hat diese Meldung veröffentlicht, denn es soll ein Telefonat zwischen Thomas Tuchel und Declan Rice gegeben haben und er wäre offen für einen Wechsel zum FC Bayern München. Alles zu diesem Thema und was jetzt da die neuesten Entwicklungen sind, trotz des Entlassungen von Salihamidžić und Oliver Kahn, hier im Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und natürlich wie immer ein Abo für den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Ja, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Die neuesten Entwicklungen, es gab ein Telefonat zwischen Declan Rice und Thomas Tuchel. Er hat ihm gesagt, er möchte ihn zum FC Bayern München holen. Er steht ganz oben auf der Wunschliste im Mittelfeld der Bayern. Und genau so soll Tuchel ihn quasi eigentlich schon überzeugt haben. Denn es soll so sein, dass Declan Rice offen ist, zum FC Bayern München zu wechseln. Und das ist natürlich mit einer Zusage, mit einem Ja-Wort zu vergleichen, denn er hat wohl Interesse daran, auch für den deutschen Rekordmeister zu spielen. Und genau deswegen möchte jetzt Bayern in den nächsten Tagen aktiver werden. Es ist schon klar, sie würden das Paket, was von West Ham gefordert wird, 120 bis 130 bis 140 Millionen Euro all in all mit inklusive Bonuszahlungen will man sogar zahlen. Man möchte einen neuen Rekordtransfer tätigen. Das ist jetzt wohl schon unter Dach und Fach. Uli Hoeneß hat sein Ja gegeben. Und somit wird der FC Bayern München auf jeden Fall in den nächsten Tagen weitere Gespräche starten. Man hat jetzt eine Fünfergruppe, die quasi die ganzen Transfers mehr oder weniger tätigen. Das ist zum einen natürlich Trainer Thomas Tuchel, dann die beiden alteingesessenen Bayern-Ikonen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, dann der neue CEO Jan-Christian Dresen und der neue Finanzchef und das ist Michael Dietrich. Theoretisch jetzt auch noch ein neuer Sportdirektor, aber da gibt es ja Stand jetzt noch nichts Neues zu vermelden. Es wird also in den nächsten Tagen richtig Fahrt reinkommen, das steht schon mal fest. Und man will Declan Rice unbedingt in die Bundesliga holen. Was das aber auch für Leon Goretzka, für Ryan Gravenberch, für Joshua Kimmich, für alle Mittelfeldspieler des FC Bayern Münchens heißen könnte. Darüber können wir nochmal in einem separaten Video sprechen. Ich bin gespannt auf die nächsten Tage. Eure Meinung zum Thema gerne in die Kommentare. Falls ihr es noch nicht getan habt, auch hier auf dem Kanal ein Abo dalassen.